So, moin moin, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Folge The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind letztes Mal dabei stehen geblieben, wo wir Gollum Ei verfolgt haben und das werden wir auch weiter tun. Stelle Gollum Ei zur Rede ist unsere Mission. Wir schleichen hier mal lieber durch, bevor es hier noch böse Überraschungen gibt. Wie heißt der Ort, wo wir gerade sind? Ja, Umgebungskarte. Salzwassergrotte, ganz genau. Wir sind in der Salzwassergrotte. Verfolgen Gollum Ei. Wie lang diese Salzwassergrotte ist, weiß ich nicht. Aber das sieht mir doch jetzt schon hier wieder sehr verdächtig nach Gegner aus. Sag ich ja. Ja, jawohl. Gold und Eisenpfeil und du hast wesentlich mehr Pfeile für mich. Das freut mich jetzt schon. Sehr schön. Ist hier wird das. Ja, alles nehmen. Das nicht. So, wir gehen mal hier durch und gucken mal, was hier so ist. Eigentlich kommen wir wieder an den Anfang zurück. Oh. Der Hund wollte uns angreifen. Sonst hätte ich den Hund bestimmt nicht getötet. Und ein Skewer-Schwänze nehmen wir mit. Hier ist eine Falle. Na, was auch sonst. Und noch ein. Aua. Und eine Bärenfalle. Noch ein Stolperdraht. Super. Ist schon aktiviert worden, alles klar. Das hat man wahrscheinlich mit dem einen Stolperdraht beide aktiviert, sozusagen. Oh. Kommen wir weiter. War hier hinten noch irgendwas? Da hätten wir an denen vorbeischleichen können. Wie mir scheint. Ah, nee. Ach, wir sind zurückgekommen. Och. Ach. Ich wusste doch, dass wir dadurch wieder zurückgehen werden. Naja, war nichts Interessantes für uns dabei. Eine Truhe Adept, die kriegen wir auch auf. Kein Thema. Oh! Na, entweder ganz gleich nach rechts. Ja, das hat gepasst. Und das Schlossknacken verbessert auf 31. Oh, wir sind noch keine Stufe aufgestiegen. Eine goldene Halskette nehmen wir mit. Oh, nehmen wir alles mit, das Salz. So. Weiter geht's im Programm durch die Salzwassergrotte. War das richtig? Ja, war richtig. Ah, Gegner. Okay. Bleibst du stehen? Du bleibst stehen. Das war's für dich. So, du bist da. Ich will dich durchsuchen. Amethyst. Jawohl. Auch wenn ich jetzt gucken muss, wo ich wieder hochkomme. Da hinten scheinbar. Wer kommt denn da auf mich zu? Ihr könnt euch vor mir nicht hören. Hier drüben. Wisst ihr was? Ihr lauft los und ich. Ja. Ihr lauft los und ich. Weiter kamst du nicht. Okay. Mit dir will ich reden, mein Freund. Ich mache mich aus dem Staub. Ja. Mach dich ab. Bevor ich das vergesse, ich verfolge gleich Gollum Ei, keine Sorge. Aber plündern. So, ach, du läufst gar nicht weg. Okay, ich will mit dir sprechen. Aber kein Grund, etwas Überstürztes zu Ja. tun. Das ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Aha. Ich wollte Mercer alles erzählen, wirklich. Bitte, er wird mich töten lassen.
Mercer braucht davon nichts zu erfahren. Sprecht, danach werde ich entscheiden. Sprecht sofort, sonst hat euer letztes Stündlein geschlagen. Ah, wir wollen ja Mercer auch nicht hintergehen. Sprecht und dann werde ich entscheiden. In Ordnung, in Ordnung. Sehr gut. Carlia. Ihr Name ist Carlia. Ihr sagt den Namen, als müsste ich ihn kennen. Mercer hat euch nie von ihr erzählt? Carlia ist die Diebin, die verantwortlich ist für den Mord an Gallus, dem letzten Gildenmeister. Jetzt hat sie es auf Mercer abgesehen. Und ihr helft ihr? Helfen? Nein, nein. Schaut, ich wusste nicht einmal, dass sie dahinter steckt, bis sie mich kontaktiert hat. Bitte, ihr müsst mir glauben. Wo ist Carlia jetzt? Ich weiß es nicht. Als ich sie gefragt habe, murmelte sie nur: zum Anfang des Endes. Hier, nehmt die Besitzurkunde von Gut Goldenglanz als Beweis. Sagt Mercer, dass ich für ihn Leben mehr wert bin als tot. Ja, Mercer wollte auch nicht, dass wir dich töten, also machen wir das jetzt auch erstmal nicht. Weil was Mercer sagt, das ist schon Gesetz. Oh, ne, die Bella-Statue. Nehmen wir mal mit. Oh, Bücher Seelenstein und Kisten. Oh, eine Expertenkiste. Oh, eine normale Truhe. Stahlschild der Magieresistenz nehmen wir mit. Eisenbahn und Gold. Haben wir hier eine Angel. Können wir nicht mitnehmen. Ja, du bist tot. Die Truhe schließen wir auf jeden Fall noch auf. Okay. Wenn es soweit ist, werde ich euch mitteilen, warum wir als erstes diese Diebesgilden-Missionen machen, wenn ich das nicht schon gemacht habe, ich glaube aber nicht, denn da erwartet uns was ganz, ganz Schönes, was wir auch eine Zeit lang, ich will es nicht Cheaten nennen, aber was uns den Weg etwas vereinfachen wird. Was wollt ihr denn noch? Ach, ich verrat's euch einfach jetzt. Wir bekommen nämlich bei den Diebesgilden-Missionen einen Schlüssel. Einen unzerstörbaren Dietrich. Und somit können wir jedes Schloss ganz einfach knacken. Und den werde ich behalten, solange bis ich das Schlösserknacken auf 100 habe und mir somit selber unzerstörbare Dietriche herstellen kann, sozusagen. Deswegen machen wir die Mission. Oh, Hawker. Hawkern möchte ich mich jetzt nicht anlegen. Das muss jetzt nicht sein. Ich gehe einfach hier raus. Ist okay. Ich bin schon wieder weg. Ach ja, wir sind eine Stufe aufgestiegen. Da war ja was. So, neue Stufe. Wir haben gesagt, ich gehe jetzt noch einmal auf Ausdauer. So. Talente zu verbessern, einen. So, Redekunst, 28. Warum ist das grün? Weil das durch irgendein Item, glaube ich, verbessert wird. Warum kann ich das nicht auswählen? Mein Gott. Ich bin so ungeduldig, was das angeht. Brauchen wir jetzt auf jeden Fall noch nicht. So. Schießkunst. Haben wir hier irgendwas, was wir verbessern können? Nein, nein, nein. Dann heben wir uns das Ganze doch einfach mal auf. Ja, es sind keine Gegner da. Die verfolgen mich jetzt nicht. So. Oh, ein Fuchs. Hier ist noch ein Leuchtturm. Ja, den können wir auch später entdecken. Wir werden jetzt zum Mercer zurückkehren. Ach, wie war das denn jetzt? Ach. Warum gehst du jetzt nicht weg? Ich finde die Steuerung im Menü auf der PlayStation durchaus wesentlich angenehmer. Das muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Aber die Wartezeiten, die machen das doch auf dem PC wesentlich schöner. Das muss man schon mal dazu sagen. Diese Ladezeiten auf der PlayStation, wie ich auch schon in den letzten Teilen gesagt habe, ist echt übel. Ich wollte euch etwas sagen.
Weißt du? Ich habe noch nie jemanden mit euren Fertigkeiten gesehen. Wisst, dass ihr zu mir kommen könnt, wann immer ihr etwas braucht. Wie seid ihr zu eurem ungewöhnlichen Namen gekommen? Rune. Mein Vater hat mir erzählt, dass er mich als kleiner Junge unter den Wrackteilen eines Schiffes fand, das vor der Küste von Einsamkeit versank. In meiner Tasche fand er nichts weiter als einen kleinen Stein, in den merkwürdige Runen eingraviert waren. Wisst ihr, was sie bedeuten? Niemand weiß das. Ich war mit dem verfluchten Ding sogar schon an der Akademie von Winterfeste. Die Suche nach der Bedeutung der Runen hat mich das letzte Geld gekostet, das ich durch die Gilde verdient habe. Vielleicht sollt ihr das ja gar nicht wissen. Vielleicht. Vielleicht sind sie nichts als Unsinn. Gehaltloses Gekritzel, das jemand aus Langeweile fabriziert hat. Aber wenn nicht, wenn sie tatsächlich etwas bedeuten, wenn sie mir meine Herkunft verraten könnten, auf welchem Schiff ich war, einfach alles. Und wem verdankt ihr diesen Namen? Der Fischer, der mich fand. Der Mann, den ich meinen Vater nenne. Er gab ihn mir. Er hielt ihn wohl für passend. Ich habe ihn nie geändert. Das wäre nicht richtig gewesen. Ich halte die Augen danach offen. Das weiß ich zu schätzen. Wandelt mit den Schatten. Noch kein Wort. Rune, ich habe die Quelle genutzt, die mir zur Verfügung steht. Aber ich kann keine Spur eurer Eltern finden. Wer auch immer sie sind, sie haben alle Spuren ihrer Existenz getilgt. Das ist eine reife Leistung, wenn man die Qualität meiner Quellen bedenkt. Wenn ich etwas Neues erfahre, werde ich mich wieder bei euch melden. Artel Neubeere. Okay. Kriegen wir dafür jetzt eigentlich eine Quest? Scheinbar nicht. Schrank durchsuchen. Gescheit ist drin. Naja. Ja, alles klar. Wollen wir doch einfach mal mit Messer reden. Hat Gulum Ai Informationen über unseren Käufer rausgerückt? Er hat gesagt, Goldenglanz sei von einer gewissen Karlia gekauft worden. Nein, das kann nicht sein. Diesen Namen habe ich seit Jahrzehnten nicht gehört. Das sind wirklich schlechte Neuigkeiten. Ich hätte gehofft, dass sie mir nie wieder über den Weg läuft. Gulum Ai hat mir auch gesagt, dass sie eine Mörderin ist. Karlia hat alles zerstört, wofür diese Gilde stand. Sie hat meinen Vorgänger kaltblütig ermordet und die Gilde verraten. Anschließend haben wir monatelang versucht, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Aber sie ist einfach verschwunden. Warum ist sie zurückgekommen? Karlia und ich waren wie Partner. Ich habe sie bei jedem Einbruch begleitet. Wir haben aufeinander aufgepasst. Ich kenne ihre Techniken, ihre Fähigkeiten. Wenn sie mich tötet, gibt es niemanden mehr, der auch nur die Chance hätte, sie zu fangen. Wenn wir doch nur wüssten, wo sie ist. Gulum Ai sagte mir, sie hätte zum Anfang des Endes gesagt. Das kann nur ein Ort sein. Der Ort, an dem sie Gallus ermordet hat. Eine Ruine namens Schneeschleierzuflucht. Wir müssen dorthin gehen, bevor sie wieder verschwindet. Ja, lass uns das doch machen. Aber wir? Ja, ich begleite euch. Und gemeinsam werden wir sie töten. Hier ist eure Bezahlung für Einsamkeit. Bereitet euch vor und trefft mich so bald wie möglich bei den Ruinen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie uns entwischt. So, alles klar. Da werden wir gleich hingehen. Aber zuvor gehen wir zu Delvin und lassen uns das Geld geben für die Karte der ostkaiserlichen Handelsgesellschaft. Okay. Nehmt euch einen Stuhl und ein Getränk. Warum soll ich mit denen sprechen? Warum habe ich Verschiedenes ausgerüstet? Nein. Unterhalte dich mit Tomilia über den Tausch der Rüstung. Okay, das mache ich gleich. Ich habe diese Karte bei der ostkaiserlichen Handelsgesellschaft gefunden. Seid ihr interessiert? Oh ja. Nach dieser kleinen Schönheit habe ich gesucht. Wenn ihr wieder einmal seltene Schmuckstücke wie dieses findet, ja, gut. Bringt sie dies das kennen wir. Euch für euren das Funks kennen wir ja alles schon. Das kann ich auch rüberspringen. So, Tonilia. Ihr scheint euch hier unten gut einzufügen. Ich kann euch erlauben, ein Stück eurer Gildenrüstung einzutauschen. Welches soll es sein? Natürlich. Sonst wäre es ja keine großartige Belohnung, oder?
Das Stimmt. neue Teil verbessert eure Fähigkeit mehr als das Original. Vertraut mir. Ich tausche meine Kapuze ein, weil ich meine Kapuze nämlich nicht trage. Seid ihr sicher? Nachdem ich es ausgetauscht habe, nehme ich es nicht mehr zurück. Ja. Außer natürlich, ihr wollt es zu einem Sonderpreis verkaufen. Ja, ich bin mir sicher. In Ordnung. Hier, bitte. Gut. Diebesgildenkapuze, Diebesgildenkapuze. Dann wollen wir doch mal gucken, was diese Diebesgildenkapuze kann. 15% bessere Preise. Okay, das ist uns egal, das brauchen wir nicht. Da seid ihr ja wieder. Ach, halt die Goschen. So, wir müssen nun... gucken wir mal in die Questliste. Triff Mercer frei vor der Schneeschleierzuflucht. Das machen wir als nächstes. Dann werden wir mal gucken, wo wir dafür hin müssen. Schneeschleierzuflucht klingt nach einem kalten Gebiet. Und dann gucken wir doch mal auf der Karte. Da oben ist das. Können wir noch nicht schnell reisen? Dann müssen wir hier zu den Stellen von Rifton mal eben schnell. Und dort in der Kutsche einsteigen, weil wir müssen dann nach Winterfest reisen. Ach da. Soll ich euch mitnehmen? Wohin oh, hier ist ein Drache gehen? In der Nähe. Ich möchte gerne nach Winterfeste. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Oh, der Drache ist ganz, ganz nah. Oh, ich bin so blöd. Oh, oh. Wollen wir doch mal gucken, ob wir den Drachen mit der Hilfe der ganzen Wachen hier besiegen können. Gut, dass ich das Geld für den Kutscher noch nicht gezahlt habe. Oh. Das gut geht, ihr lieben Wachen. Ja, direkt da vor der Schnauze des Drachen steht. Oh, der war daneben. So. Hat man echt viel gesehen durch die Steine, aber der Drache ist tot. Ihr seid wohl zu faul zum Gehen. So. Stahlpfeil, Amethyst, Gold- und Eisenpfeile. Ja, die kann ich gar nicht alle mitnehmen. Das geht nicht. Gut, dann lassen wir einfach mal sonstiges ein paar von den Drachenknochen da. Ich will ja nicht ablegen. Wir legen... Wie viel wiegt einer? Legen erstmal... Na komm, wir legen gleich 3 Stück ab. Ja. Seid ihr am richtigen Ort. So. Jetzt kriege ich doch bestimmt auch die Seele von diesem Drachen. Ich habe nach euch gesucht. Oh. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Ah, ein Brief vom Jarl. Auf dem Weg nach oben, wie? Das war's dann wohl. Ich muss los. Ich würde es kaum glauben, wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen. So, dann wollen wir doch mal gucken. Ein Brief des Jarl. Aus Falkenring. Okay, ja, der sagt uns im Prinzip nur, dass wir nach Falkenring gehen sollen und uns das mal angucken sollen. Es ist jetzt nicht unbedingt den Aufwand wert, das vorzulesen. Wir haben Wichtigeres zu tun, wir müssen Mercer treffen. So. Hü, genau. Wir werden gleich überladen sein, das weiß ich jetzt schon. Wir müssen dann mal schauen, lasst eure Hände in euren eigenen ob wir überhaupt noch nach Hause kommen, beziehungsweise ob wir dann irgendwelche Sachen, die wir dabei haben, ablegen müssen. Das passiert immer wieder. Das ist leider so. Wir werden auch später des Öfteren noch mit Ablegearbeiten beschäftigt sein. Das ist leider auch so. So, ich ducke mich mal und versuche mal die Ziege hier. Jo. Schleichen verbessert. Doch ein bisschen Bogenschießen. Alles Fortschritt.
Da sind, ist ein Wolf. Schleichen wir mal, den werden wir gleich auch noch versuchen zu besiegen. Ein Schneewolf, da. Der Eiswolf? Eiswolf. Ja, ja, Sabelnett, passt schon. Die sind ein bisschen stärker als die normalen Wölfe. Das war wie in der Einbrauerei mit den vergifteten Skevern. Oh, noch einer. Ja, sind erheblich stärker hier. Ja, ja. Ich liebe diese Kameraeinstellungen. Die sind, ich finde die wirklich super. Na, müssen wir hinterher rennen. Ich habe den einmal gekrittet. Deswegen ist er weiter weggerannt. Naja, soll uns jetzt auch nicht stören. Wir müssen weiter in diese Richtung. Koste es, was es wolle. Kleiner Abstecher war mal da. Meine Güte, nicht so schlimm. So. Wie schon gesagt, Zutaten nehmen wir mit. Wer seid ihr denn überhaupt? Los, keine Pausen mehr. Wir müssen den Weg nach Einsamkeit finden. Warum gehen wir überhaupt auf eine Hochzeit in so einem abgelegenen Winkel des Kaiserreichs? Lässt dich mich nicht, Plautus Carvine. Ich habe eine lange Reise hinter mir und für diese Geschenke zu viel Geld bezahlt, um zu spät zu Vittorias Hochzeit zu kommen. Viel Spaß bei der Hochzeit. Gerne. Wenn wir es bis dorthin schaffen. Ich Warum? Habe euch gesagt, dass es sich um die Hochzeit von Vittoria Vicky handelt. Einer Händlerin mit vielen Verbindungen. Ja, da vorne ist noch eine Wache. Die greife ich jetzt einfach mal nicht an. Die haben mir jetzt nichts getan. Obwohl das auch nicht das erste Mal gewesen wäre, dass ich sie angegriffen hätte. Wo kommen diese ganzen Leute her? Was haben wir denn hier für welche? Das dürften Banditen sein. Bleib doch mal stehen. Ja, sag ich doch. Bandit. Okay, der eine ist schon erledigt. Jetzt gehört ihr mir. Zack. Lass mich doch einfach in die Ruhe, ja. Entdeckt's mir doch am Arsch. So. Aber du hast Pfeile dabei. Oh, Stahlpfeile. Ein bisschen stärker als die Eisenpfeile und ja, mit zwei Pfeilen dort, das ist schon echt hart. Das überlebt man nicht so leicht. So, ja, nehmen wir mit. Tja, jetzt wird dir kalt. Ah, bist ja eh tot. Interessiert eh keinen mehr. Damit legen wir uns nicht an. Das sind Eisgeister. Die sind ein bisschen bescheiden zu treffen, wenn man. Nein, bitte entdeckt mich nicht. Die sind ein bisschen bescheiden zu treffen mit Pfeil und Bogen. Deswegen legen wir es gar nicht erst darauf an, mit denen zu kämpfen. Wir laufen einfach einen kleinen Bogen. So, dürften auch gleich da sein. Da unten, das dürfte es sein. Hier sind wir eigentlich richtig. Ja, da steht Mercer. Sehr gut. Gut, dass ihr endlich kommt. Ich habe die Ruinen erkundet. Ich bin mir sicher, dass Carlia noch da drinnen ist. Habt ihr sie gesehen? Nein, ich habe ihr Pferd gefunden. Keine Angst, ich habe mich darum gekümmert. Auf dem wird sie nicht mehr fliehen können. Dann mal los. Ich will sie da drin überwältigen, solange sie noch abgelenkt ist. Ihr geht vor. Verstanden. Bleibt konzentriert und haltet eure Augen offen. Carlia ist tödlich wie eine Klinge. Und wir können nichts weniger gebrauchen, als dass ihr in eine Falle tappt und sie damit über unser Hiersein informiert. Okay. Alles Wenn klar. Wenn ihr Carlia seht, dürft ihr nicht zögern.
Ja, ist okay. So, haben wir hier was Schönes. Yo, Honigwaben ganz viele. Ja, ich komme hier nicht rein. Ja, mach mal hin, komm, mach mal auf da. Och, trödel doch nicht so rum. Ich dachte, es soll schnell gehen. Man sagt, dass es manchmal unmöglich ist, in diese uralten Nordgrabhügel einzubrechen. Diese hier sieht nicht besonders schwierig aus. Eigentlich ganz einfach. Ich weiß nicht, was an diesen Schlössern so schwierig sein soll. Man muss nur wissen, wie es geht. Und natürlich verdammt geschickt sein. Ja, da mach hin. Nach euch. Ja. Kann ich nicht. Ach, jetzt. Dann mal los. Alia ist hier vorbeigekommen. Was sucht sie nur hier drin? Hier laufen wir mal geduckt durch. Nordrang. Weil hier wimmelt es bestimmt. Ekelhaft Draugern. Hier drin. Dieser Ort riecht nach Tod. Seid wachsam. Ja. Passt schon. Hier kommen doch bestimmt gleich zwei raus, aus dem, wenn ich das hier öffne. Sag ich doch. Das war einfach. Sowas erkennt man irgendwann ganz schnell, wo die Draugar überall rauskommen. Und dann, naja. Habe ich das schon? Ja. Dann weiß man schon, wie man sich verhalten muss oder wie man sich zurückziehen muss, damit die einen nicht sofort sehen. Hier komme ich aber auch irgendwie rein. Damit bestimmt. Ja, sehr gut. Dann. Was macht das? Wieder zu. War nicht schlecht. Okay. Weiter geht's. Die Stacheln auf. Sieht aus, als hätte Kalia scharf gemacht. Jetzt habe ich einen da drauf geschossen und den kriege ich nicht wieder. Doch, kriege ich wieder. Oh ja, nochmal Glück gehabt. Amethyst, Gold und Knochenmehl. Gold. Ach, das ist immer herrlich. Warte mal. Du bist noch nicht tot. Ihr könnt euch vor mir nicht. Ich konnte ihn nicht ausrauben, deswegen wusste ich, der kann noch nicht tot sein. Vielleicht ist das bei dem hier ähnlich. Nee, der liegt auf der Seite. Draugar, die wieder aufstehen, die liegen eigentlich generell auf dem Rücken. So, ich muss an der Kette ziehen. An der da. Du stehst doch auch auf. Wer ist da? Keine wirkliche Lutscher. Herausforderung. Euer Tod wird mein Triumph sein. Da steht aber einer hinter der Ecke. Ach, Menno. Also richtig herausfordernd ist das bisher alles noch nicht. Das finde ich so schade. Eisentür aufschließen, Adept. Adept kriegen wir auf. Weiter? Ja. Oh. Ganz zur Seite? Nein, dann so. So. Ja. Sehr gut. Hier sind Zaubertränke drin. Es dürfte jeden Moment. Mercer. Ja. Was ist denn jetzt? Dürfte jeden Moment soweit sein, dass wir überladen sind. Nehme ich mal an. Gut, dass Gold nichts wiegt. So. Ganzen Bärenfallen hat Kalia scheinbar hier aufgestellt. Alle mal eben entschärfen, damit wir uns ja nicht verletzen. Oh, da lebt ja einer. Er lebte. Oh, da ist noch einer. Da kommt er raus. Ah.
lebte auch. So. Kann man das eigentlich bei Draugern Leben nennen? Die sind ja eigentlich tot. Du willst direkt zusammen, das ist gut so. Da vorne sind noch zwei von denen. Ja, komm. Wo kommst du jetzt her von? Oh. Da ist doch was in der Nähe. Ja, der war in der Nähe, Mercer. Schlaukopf. So hätte ich das natürlich auch machen können. So. Ganz viel Gold mitnehmen, weil ich brauche 5000 Gold, um mir das Haus zu kaufen in Weißlauch. So viel habe ich noch nicht. Aber erstmal 5000 reichen. Mehr brauche ich noch gar nicht. Wo ist er? Wo kommt er raus? Da kommt er raus. Tschüss. Ah, herrlich. So, den haben wir noch erledigt. Und weiter geht's. Wo muss ich hier einen Schalter betätigen? Irgendwo hier muss ich einen Schalter betätigen. Bin ich jetzt blind? Ach, da. Alles klar. Gut. Hier ist noch ein Raum und noch ein Raum. Naja, wir stehen jetzt hier vor zwei Räumen. Einen muss ich aufschließen. Was wollt ihr? Den einen kann ich so betreten. Aber wie es weitergeht, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst wie immer einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, macht einfach gar nichts. Bei Fragen, Anmerkungen, was ich besser machen kann beispielsweise, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst ein Abo da. Und ich würde einfach mal so sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dahin und ciao.